Bis Ende diesen Jahres soll auf dem Gelände des Klärwerks in Grevesmühlen eine neue Anlage in Betrieb gehen. Hier sollen Abwässer aus der Ahler Molkerei in Uppal in einem aufwendigen Verfahren vorgereinigt werden. Bisher hatte die Molkerei dies auf dem eigenen Gelände selbst übernommen, aber es hatte wohl immer wieder Probleme in der Weiteraufbereitung gegeben. Mit der neuen Anlage zur Flotation erhofft sich der Zweckverband Grevesmühlen jetzt täglich bis zu 3000 Kubikmeter Abwasser, welches zukünftig von der Molkerei direkt nach Grevesmühlen geleitet wird, sicherer vorklären zu können. Geplante Baukosten 1,9 Millionen Euro.